Oh, ihr seid ja schon wieder da. So, willkommen zurück zu The Evil Within. So, kleine Pause gehabt und spannend geht's weiter. Wie ich es versprochen hatte. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu sauer, dass ich da eine Pause gemacht habe, aber ich musste mal wohin, ganz dringend. Jetzt werden wahrscheinlich einige dann runterschreiben unter dem Video. Auf Toilette gehen kannst du irgendwann mal. Aber nicht mitten im Let's Play. So. Ich frage mich, wo wir jetzt hinkommen. Das ist viel, viel interessanter. Da haben wir schon wieder einen Knopf. Ja, natürlich. Genau. Wir gehen jetzt in den Keller. Und es sieht förmlich danach aus, als würden die Wände hier so aussehen wie in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, wir sind gar nicht in der Klinik. Oh. Die Tür kennen wir doch, oder? Kann es sein, dass diese Rezeption, die wir immer im Speicherpunkt gesehen haben, doch existiert? Nur vielleicht im Keller der Klinik? Man weiß es nicht. Normalerweise müssen wir doch auch am Parkhaus rauskommen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wer will denn da weiter runtergehen? Also ich hätte da gar keinen Nerv drauf. Bin ich... Hallo? Ich sehe nichts. Ich hätte da gar keinen Bock drauf runterzugehen, weil ich gar nicht weiß, was da unten ist. Hallo? La 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 la. Sag mal, wie tief ist denn das? Selbst zuzuschreiben. Ja. Das wollte ich übrigens auch gerade mal erwähnen. Wir haben nämlich schon länger kein Tonband mehr gefunden. Entweder habe ich es verpasst oder, ja, keine Ahnung, es gab keine. Wo ich aber, glaube ich, das Erstere wählen würde. Oh, da liegt Hagel. Von da sind wir gekommen, ne? Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Im Übrigen, ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge erscheinen wird. Ich glaube noch vor Weihnachten wird diese erscheinen, oder? Jetzt nicht zu viel sagen. Ja. Monopoly habe ich mir besorgt und Monopoly wird wahrscheinlich ein Spiel werden, was ich wahrscheinlich in der Silvestergala spielen werde, mit euch zusammen. Also wenn ihr da Lust habt, mitzuspielen, Monopoly an Silvester, dann solltet ihr auf jeden Fall mal mir schreiben. Wir werden sowieso mal zwischendurch mal wechseln, so die Spieler am Silvesterabend. 8 Uhr geht's wieder los, Let's Play Live Show, Silvestergala. Und was wollte ich sagen? Das kennen wir, da sind wir runtergerutscht. Wir sind in die Suppe gefallen. Darf man da runter? Ich weiß, eigentlich will ich da gar nicht runter, aber vielleicht liegt ja da was drin. Es kann ja gut sein, dass hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Vielleicht so eine Statue oder... Als hätte ich es nicht gewusst. Als hätte ich es nicht gewusst. Ich meine, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir noch irgendwie an so eine Station kommen.
Auf jeden Fall sind wir schon wieder am Anfang. Und ich kann mich entsinnen, jetzt leuchtet es mir ein, dass im Keller hier gleich, ja, so Gitter waren mit Schlössern vor. Und die konnten wir damals nicht kaputt machen. Zumindest habe ich es nicht ausprobiert. Ja, ich entsinne mich. Da sind wir hier vor Fetti geflohen. Ganz am Anfang. Ja. Aber das lag hier damals nicht, das weiß ich. Das, steht der Leslie da? Muss er mich so erschrecken? So, halt, stopp. Muss mal eben kurz schauen. Wegen Herstellen. Was mache ich denn da? Ich will die Bolzen herstellen, nicht nehmen. So. Ich würde mich über ein wenig Munition auch sehr freuen. Am besten war Shotgun-Munition. Lalalala. Aha. Ja, genau. Hier lag nämlich... Das ist eine andere Notiz. Ich dachte, das wäre jetzt dieselbe, die wir damals schon gefunden haben. Wir haben übrigens auch kaum Notizen mehr gefunden. Irgendwie, wie gesagt, entweder bin ich da total vorbeigelaufen. Aber ich habe jetzt echt gedacht, das wäre dieselbe Notiz vom Anfang. Aber es ist, glaube ich, eine andere, oder? Neuere Notiz aus Kanalisation. Träumst du immer noch von Flucht? Wo sie so zum Greifen nahe ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht mehr bewegen kann? Das heißt doch förmlich wie, ja, du bist jetzt hier in der Anstalt am Liegen und bist völlig fertig mit dem Salat, aber kommst eh nicht raus. So, jetzt schaue ich nochmal hier. Haha, guck einer an. Der sinnlose Raum, wo ein bisschen diesmal was drin ist. Glaube ich gar nicht mal verkehrt, mal so in die andere Richtung zu gehen. So, da liegt aber... Hier liegt aber, glaube ich, nichts mehr. Weil davon da sind wir jetzt gerade gekommen. Okay. Einige werden wahrscheinlich diese Notiz gar nicht mitnehmen. Andere Let's Player, die werden wahrscheinlich vielleicht da vorbeilaufen. Und da sind die zwei Türen. Wohlgemerkt, das eine hat zwei Schlösser und das eine hat ein Schloss. Und ich kann mich entsinnen, wir haben das gar nicht ausprobiert, drauf zu hauen. Weil man kann die ja mit draufhauen kaputt machen. Wäre das am Anfang schon gegangen? Ist das ein Easter Egg, dass man vielleicht das Spiel schon schneller beenden kann? Ah ja, und die Leiter ist weg. Die hat mal eben der Hausmeister abmontiert. Das ist der Einzige, der hier in der Beacon-Nervenklinik noch arbeitet, der Hausmeister. Lass mich raten, das geht nicht. Oh, doch. Das sieht mir aber sehr stark nach Finaltür aus, da hinten. Und ich werde doch erstmal die Tür mit dem einen Schloss besuchen. Ich habe Angst, immer was zu verpassen, wenn es zwei Wege gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Aber bei mir ist das immer so. Ich habe immer Angst, dann eine Menge zu verpassen. Was mir auch aufgefallen ist jetzt in der letzten Zeit, wir haben kaum noch Gegner. Wir haben kaum noch Gegner, die uns irgendwie jetzt über den Weg laufen. Wir erfahren nur noch viel Story und ja, was erstelle ich denn? Ich werde, glaube ich, ja, ein Brandbolzen werde ich, glaube ich, erstellen. Ist mir scheißegal, aber dann haben wir den, weil der könnte gar nicht mal so verkehrt sein, dann vielleicht für einen finalen Kampf, wenn wir jetzt auf Finale zugehen. Kann er sich noch ducken? Ja, er kann sich noch ducken. Okay, da komme ich nicht lang. Na nö, was ist das? Toll. Jetzt bin ich hier lang gelaufen. Für zwei Scharfschützen-Munition. Für zwei Kugeln für die Scharfschützen-Flinte. Fürs Gewehr. Dass das,
Deswegen war das auch abgesperrt ganz am Anfang des Spiels, weil ich hatte ja noch kein Scharfschützengewehr und ich konnte das ja noch nicht tragen. Nein. So große Taschen hat Basti am Anfang noch nicht gehabt. Mag es sein, dass wir jetzt schon einen finalen Kampf sehen werden? Ihr wisst es, ihr werdet es ja schon erfahren, weil ihr ja oben den Titel schon seht. Ich weiß es noch nicht. Militär? Kontrollpunkt wäre schön. War ja klar. Ich mach mal Licht aus, hier ist genug Licht. Aber wo sind wir denn, verdammt nochmal? Wir sind auf jeden Fall unter der Klinik, das weiß ich. Ich muss mich schon mal so ein bisschen hinrücken. Wir sind in der Klinik, das ist klar. Aber... wer hat denn das alles hier gebaut? Und warum? Und wieso liegen hier so viele Stromkabel und... genau so macht man Türen auf, Basti, richtig? Leslie? Und im Übrigen, wo ist immer noch Josef und wo ist immer noch Kidman? Wow. Alter Finne. Lalalala. Eine Windeltreppe. Eine Windeltreppe. Zwei Türen. Eine Entscheidung. Oder? Ich werde mal aus Trotz mal die zweite wählen. Ich hoffe, ich kann mich noch umentscheiden. Nein, 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 mach die Tür auf, mach. Da ist ein Fahrstuhl gewesen. Was ist hier? Oh, ich hasse das, wenn man da irgendwie so zwei Türen hat und ich habe Angst jetzt im Level weiterzugehen, weil ich doch gerne... sag mal ganz ehrlich, wer baut denn sowas? Naja, da ist ja ein toller Feuerlöscher drin. Was haben wir hier? Kann man das lesen? Nein, anscheinend nicht. Oh, ein Tonband. Wie praktisch. Munition. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Okay. Kann das sein, dass es hier das Gebäude ist? Ja, ne? Wenn ich das richtig sehe. Hier links unten, hier ist doch die Lobby, oder? Da ist der Bogen. Oder irre ich mich da jetzt gerade? Was steht denn da? Generator 2. Men's Laboratorio, Women's Laboratorio, Laboratorio. Generator 1. Oh, bitte nicht, dass wir da irgendwie Generatoren ausschalten müssen, aber im Bosskampf. Was habe ich das gehasst bei Silent Hill Downpour, glaube ich, war es gewesen. Mit diesem Endgegner da, wo man da die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden musste. So, Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl erinnert mich auch unheimlich an Outlast. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, ich brauche gar nichts drücken. Der fährt von alleine. Wie praktisch. Es geht übrigens nach oben, nicht nach unten. Wohlgemerkt. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Lalalalalala. Aua. Ach ja, und sonst so? Ach ja.
warum müsste jetzt ein Ladebildschirm kommen? Oder ein schwarzer Bildschirm? Das hätte doch auch so gereicht. Naja. Royal Gill. Ja, wer kennt's nicht? Das gute Royal Gill. Und da haben wir schon wieder eine Karte und ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sowieso gerade nicht so die Orientierung, wie jetzt hier das System ist. Mich juckt schon wieder. Was? Ich kann mich entsinnen, dass es vorhin noch nicht geregnet hat. Da hinten steht Leslie. Ich schaue mich mal ein wenig um. Ist das die Klinik? Kann das sein? Ich schaue jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal, ob der da rumsteht oder nicht. Ist mir total Wurst. Ich will wissen, wo ich hinkomme. Ach, wie süß. Blätter. Ja, Hagil. 5000 Hagil. Da hätten wir die 50 schon zusammen. Und Kartenfragment 28. Das ist sehr schön. Damit haben wir keins verpasst, weil in der letzten Folge haben wir dann, ich glaube, letzte oder vorletzte, haben wir, glaube ich, Kartenfragment 27 gefunden. Bringt jetzt uns auch sehr viel. Ich frage mich, was das sowieso bedeutet mit den Kartenfragmenten. Was bringt uns das? Eigentlich gar nichts, oder? Weil die Karte ist im Prinzip erst am Ende vollendet, wenn man alle hat. So, da liegt nochmal Hagel rum. Hier hat einer den Mülleimer umgeworfen. Ja, und tja, was Leslie uns da wohl zeigen möchte, das würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge The Evil Within und dann schaltet ihr auch wieder ein. Und ich bin echt gespannt. Sehr, sehr geil. Macht's gut, ciao.